Turi ist das älteste Dampfschiff der Flotte und fliegt seit über 100 Jahren durch den Vierwaldstätter See. Das Schiff ist rund 62 Meter lang, 14 Meter breit, 290 Tonnen schwer und es hat Platz für 800 Passagiere. Im Jahr 1970 hätten fast alle Dampfschiffe verschrottet werden sollen. Motorschiffe sind halt billiger und leistungsfähiger. Aber da haben sich Dampferfreunde zusammengetan und haben so Turi und weitere Schiffe zum Glück können retten. Das Dampfschiff Uri ist von der Firma Sulzer in Winterthur anno 1901 gebaut worden und ist der älteste Raddampfer der Schweiz. Durchschnittlich fährt Uri 22'000 km im Jahr. Der Kapitän gibt seine Anweisungen über ein Rohr im Maschinist weiter und schon fangen sich auf beiden Seiten vom Schiff die mächtigen Schaufelräder an zu drehen. Leute sind fasziniert, gross und klein, schauen auf den Maschinenraum runter, aufs Getriebe, auf einen Dampfkessel, der ohne weiteres 650 PS produziert. Da erlebe ich Kinder und die Erwachsenen ein eindrückliches Meisterwerk von der früheren Technik. Und dass es noch etwas anderes gibt als Computer und Gameboy. Im Jahr 1901 hat das Dampfschiff Uri keine 500'000 Franken gekostet. Heute hat das Schiff einen Wert von 12 Millionen und die Betriebskosten kommen auf 700'000 Franken im Jahr. Auf dem Oberdeck neben dem Erstklass-Salon ist die kleine Damenkabine im Jugendstil. Vor 100 Jahren haben Dampfer Personen und Waren zwischen den Kantonen und Gemeinden transportiert. Auf dem Schiff hat es sogar ein Postbüro gegeben und einen Postler, der die Post sortiert und gestempelt hat. Sogar Kühe sind dazumal aufs Schiff verladen worden. Heute sind die Dampfer eine Attraktion für Touristen, die den schönsten und abwechslungsreichsten See der Welt erleben wollen. Durch die drei goldigen Trichter, die wie Trompeten im Maschinenraum hängen, ruft der Kapitän im Maschinist seine Befehle ab.
bewegt sich alles. Die auf Hochglanz polierten Kurbelwellen, Kurbelstangen, Drehen, Stossen und Schieben. Ein stampfender, regelmässiger Rhythmus. Im 1949 ist die Uri als erstes Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee von Kohle auf Ölfeuere umgestellt worden. Im Jahr 1837 hat das Zeitalter der Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee angefangen. Die Dampfschiffe sind dazumal natürlich schneller als die Lastkähne, die sogenannten Nauen. Maximalgeschwindigkeit ist 27 km. Aber schneller will man es gar nicht. So eine Dampferfahrt will man auch geniessen. Dekorative Pflanzenornamente an der Tilly, die den Einfluss vom Jugendstil zeigen. Nach alten Fotos ist die Tilly im Zweiklass-Salon ganz genau rekonstruiert worden. Der neubarocke Salon ist mit Putten und Meerjungfrauen dekoriert. Bis heute hat die Uri 1,9 Millionen Kilometer zurückgelegt. 1991 bis 1994 hat die Generalsanierung vom Schiff Uri 6 Millionen verschlungen. Fast nicht zum Glauben, was der Kapitän und der Maschinist wegbringen. Zentimeter genau werden die Landungsstege angesteuert. Dabei sehen sich die zwei überhaupt nicht.